Der ehemalige US-Luftwaffenstützpunkt Bagram nahe der afghanischen Hauptstadt Kabul. Hier begehen die radikal-islamischen Taliban den dritten Jahrestag ihrer Machtergreifung. Hunderte Menschen, darunter chinesische und iranische Diplomaten, haben sich hier versammelt, zu feierlichen Reden und einer Militärparade. In den vergangenen drei Jahren haben die Taliban ihre Herrschaft im Land gefestigt und eine strenge Auslegung des islamischen Rechts wieder eingeführt. Zudem haben sie kürzlich angekündigt, die Befugnisse der sogenannten Sittenpolizei weiter auszuweiten. Die Sittenpolizei ist befugt, Bürger zurechtzuweisen, festzunehmen und zu bestrafen. Vor allem Frauen sind die Leidtragenden dieser Praxis, denn die Sittenpolizei überwacht alle eingeführten Verbote gegen sie. Einem UN-Bericht zufolge ist es Frauen untersagt, ohne männliche Begleitung zu reisen. Zudem ist ihnen eine strikte Kleiderordnung auferlegt und der Zutritt zu öffentlichen Parks verboten worden. Sie dürfen keine Geschäfte führen, auch der Schulbesuch nach der 6. Klasse ist Mädchen nicht erlaubt. Faktisch sind Frauen in Afghanistan weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt worden. So verwundert es auch wenig, dass bei den Feierlichkeiten auf dem ehemaligen US-Luftwaffenstützpunkt Bagram keine einzige Frau anwesend ist.